Hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Let's Play. Ich bin unterwegs mit Trevor, mit meinem sehr, sehr guten und lieben, treuen Freund, dem Trevor. Trevor. Ja, was machen wir? Wir haben eine SMS bekommen, dass wir... Na, kann ich wieder einen Rat haben. Dass wir eine Militärausrüstung brauchen. Die werden wir uns dann auch schnappen. So, das Motorrad habe ich mir jetzt praktisch schon geholt. Wenn der Typ sich jetzt wieder da draufsetzt und weiterfährt, haue ich ihm auf die Schnauze. So, tut er nicht, so clever wie er ist. Und wir nehmen sein Motorrad und geben dann damit mal Vollgas. Warum? Wir müssen die Militärausrüstung für einen Paletto Coupe. So nennt sich das Ganze, glaube ich. Oder Patello oder ähnlich. Ja. Müssen wir klar machen, um dann den Raubüberfall durchzuziehen. So, geht's jetzt hier mal, wie weit sind es noch? 4 Kilometer, oder? Oh, das ist ja noch eine Strecke, aber das scheint jetzt auch nur noch geradeaus sein. 4 Kilometer, das kann aber auch nicht sein. Das sind ja auch immer riesige, weite Strecken, die man hier praktisch zurücklegt. So ein Highspeed-Motorrad oder sowas wäre richtig geil. So ein Supersportwagen, irgendwie sowas, das wäre richtig fett jetzt. Da könnte man richtig Action machen, aber das ist leider derzeit nicht verfügbar für Trevor. Hier auch durch diese Wildnis zu rasen, ne, das bin ich ja großer Fan von. Beziehungsweise hier oben in dieser Wüste von Nord Los Santos, das ist echt toll. Aber hier könnte man super mit einem Supersportwagen durchhämmern. Diese komische Autobahn, die das hier ist. Naja, was soll's. So, eine richtige Strecke, jawohl. Jetzt 3 Kilometer zurückgelegt. Das passt soweit eigentlich. Bin jetzt mal gespannt, was da auf uns wartet. Ich sehe gerade, dieser Konvoi hat sich einfach verpisst. Ist der einfach an uns vorbeigefahren? Da vorne bei HS ist der. Den müssen wir uns schnappen. Ah, look at that. You gotta love rural America. Ich sehe das schon kommen. Wir haben wenig Gesundheit und wir müssen jetzt da den Konvoi aufhalten und durchdrehen. So, machen wir mal die Scheiße aus. Wir brauchen dem Ganzen jetzt nur hinterher zu hetzen. Das wird wahrscheinlich auch ein richtiges Mordsgaudi jetzt. Lalala. Wow. So, hier ist dieser Militärkonvoi. Die Militärausrüstung darf nicht zerstört werden. Welche nehmen wir denn dafür? Ja, nehmen wir den Scheiß. Jetzt geht's los. Ja, das war's jetzt? Okay. Und dann müssen wir uns hier diesen Laster schnappen. Ging mal schnell. Sah jetzt noch ein bisschen mehr aus, als es war. Ah, na gut. Das war super. Bin mal gespannt, was das ist. Eine Militärausrüstung. Wird da bestimmt ein heißer Coup dann. Drehen die bestimmt voll durch. Auch sehr unauffällig hier mit so einem LKW vom Militär durch die Gegend zu heizen und zu sagen, so, ja, ich bring das jetzt zum Messlabor.
Das ist halt Trevor, ne? Das, wenn er immer Fahrt aufgenommen hat hier, das Teil, dann geht das schon auch von der Geschwindigkeit her. Wir haben auch eben, habe ich gesehen, Punkte bekommen. Wir sind bei Schießen 80-100. Heißt, wir sind schon richtige Profis im Schießen. Fast jeder Schuss ein Treffer, wohl. Naja, wir haben noch 600 Meter, 620, 610, 550, 5. Ja, ist doch cool. Können wir das Ding jetzt direkt abliefern und haben dann die nächste Mission durch. Oh. Ziemlich durch. Steig aus dem LKW. So, bestanden. Militärausrüstung. Super. Hätte ich fast noch die ganze Mission aufs Spiel gesetzt. So, rufen wir Lester an. Der kümmert sich um den ganzen Kram. Lester, the molester, bro. We got ourselves some military hardware. It's parked out back in my office. All right, we might be ready to move on this thing. Meet me up in the lab. Ja, wir treffen uns jetzt aber erstmal nicht im Labor. Weil, ich werde dann noch schnell, wir haben ja noch ein bisschen Zeit, ein... Oh ne, wir wollen den Wagen gar nicht. Tut mir leid, dass ich dich da rausgeschleudert habe. Ich nehme hier hinten einfach diesen Käfer-Fake, diesen Offroad-Käfer. Die sind ganz flott. Ja, wir haben noch ein bisschen. So lange ist die Folge noch gar nicht. Dann werden Attentat durchspielen. Ach so, können wir gar nicht. Ist ja gar nicht für Dings. Ja, dann werden wir uns hier zu Fremden und Freaks begeben. Um ja einfach mal Fremde und Freaks zu spielen wollen. So, 1,2 Kilometer. Schön gepflegt, ihn da von seinem Quad geworfen. Hätte ich auch gerne so ein Teil. Ihn noch schön von seinem Motor. Nein! Hat der mich jetzt hier angehupt? Wo ist der Penner? Den packen wir uns wohl. Kann ich auf die Distanz schießen? Wahrscheinlich eher nicht. Oh, da gibt er auch schon Gas. Ich glaube, ich habe ihn irgendwo getroffen. So. Was ist hier los? Hey, bitte die Dokumente. What? Passport, давай, ебать, мам. I don't fucking understand you. Ah, da ты по-английски не шарь. Geh zu den Verdächtigen. Okay. What's your name, citizen? I'm Joe, that there's Joseph. Trevor. Okay, Trevor. Well, it's saying we need to head for the Yellow Jacket. Yellow Jacket. Ah, good. They love me in there. Machen wir mal kurz hier diesen Wegmodus aus. Definitely getting a strong reading. The Patriot Meter predicts undesirables with up to 79% accuracy. Surely this is a sick joke. I mean, I love hanging. Jetzt unterhalten die sich da, es geht hier wohl um gefälschte Papiere, irgendwie sowas. Da gibt sich jemand als Park Ranger aus, wenn ich gar keine Park Ranger sind. Und Trevor findet da natürlich richtig Spaß dran. Trevor ist so eine richtige Spaßkanone. Guck mal jetzt mal, was dabei rauskommt. Wahrscheinlich auch wieder nichts Gutes. So fahren echte Park Ranger. Well, that's because you've been brainwashed by the secular media. Don't you worry, though, we'll convert you. My brother showed some, well, let's just call it sexual weakness in his younger days. But now he's a happily married man with three children, and he rarely acts out. Hey, if you do well in your civil border patrol trial... Well, they must be inside. Go see if you can flush them out, Trevor. Is there any place in the world I'd rather be than drunk as a skunk at the Alamo Sea?
I'm trying to help hey, people, help you're banned. He's doing the right thing. Ugh, it's pointless. Everyone in here has done something illegal. Let's be just go. You wanna fight, huh? Let's go. Right? So, gibt's eine schöne Kneipenschlägerei hier. 2-1 und Trevor ist natürlich wie immer der Gewinner. So, wer will jetzt hier Stress haben? Sie sind im Auto, los geht's, okay. Holen wir sie uns doch. Go, go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep yourself to as foul as the revolution. Alter, wo fahren die denn hier? Hold on your pointed hat. We're taking the scenic route. They're a law unto themselves. Bernie Tilly! Yo. Ich halte doch gar nicht freiwillig an. Ich hänge auf dem Stein, du Bauer. Oh, yeah. Hey, I ain't being zealous about this. America is for Americans, and that's why they call it. Hätten die mir nicht ein Offroad-Fahrzeug geben können? Yeah, apart from young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как... О, jetzt komme ich hier nicht mehr raus, oder was? That's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. Alter, wo fahren die denn hier lang? Some little sissy bullfighting out, do you? No! You might want to tell him not to salute with a straight arm. What the heck? Short... Keep those stun guns at the ready, my friend. They're probably gang. My friend, they're probably gang members. I heard that some of these undesirables are trafficking illegal guns into our very, very peaceful country. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Haben wir ihn jetzt eigentlich umgebracht? Nein. Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Я знал, что это была ошибка. Peter, I go with you. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. We can handle it from here. Get in the vehicle. You've had your fun. Come up in den Wagen. Okay, okay. I do what you say. Mi chance, pendejo. What are you driving around for, Trevor? Come here! Hey, stop that vehicle! That's an order! What's new with Fear Game? Got ourselves a sympathizer. Well, thanks for the help, citizen. America's a little bit safer because of you. Democratia. Mariachi ist tot. Okay. Muss ich die jetzt nochmal verfolgen? Ich wollte einfach nur gucken, was passiert. Wahrscheinlich. Das ist Auto der Band. Go, go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Can you believe they're singing? It's like they don't even care. You can keep your socialist ballad to revolution and discontent. Meine Güte, denn das ist alles nur, weil ich dem Elektroschocker den Hals gejagt habe. Oh my lord! Hold on your pointed hat! We're taking the scenic route! They're a law unto themselves! Sounds like they're having a lot more fun in their car. Go look at them, drunk out of their minds on Uncle Sam's dime. Население страны – осквернение коренного населения. Это не по-американски. Ich lande jetzt genau auf den, oder was? Hey, I ain't being zealous about this. Das wäre echt bitter gewesen, wenn ich die so getötet hätte. And that's why they
Das hätte ja auch nicht sein müssen. Zweites Mal hier mit diesem komischen Riesenwagen durchs Gelände fahren. Ты думаешь, что этот идиот звучит как канадец? Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some little sissy bullfighting out there. Sondern hier haben wir sie eben auch festgenommen. Was ist denn jetzt schon wieder? Jetzt sagt mir nicht. Ja, der wurde verletzt, meine Güte, weil ich ihn gerammt habe. Das gibt's auch nicht. Ja, machen wir jetzt noch eben das dritte Mal. Dann tun wir denen gar nichts, dann fahren wir ganz friedlich hinterher. Was wollen die denn hier eigentlich? Meine Güte. Ojo. Go, go! Let's bring him in, boys. Here, take the stun gun. Really? Nobody needs to die here. We're civilized people. Hey, I am being zealous about this. Hier, da bringen Tiere um. Americans. And that's why they call it, yeah, you know, America. Yeah, apart from young Joseph here. А я единственный, кто думает, что этот идиот звучит как канадец. Yeah, that's right, what he said. At least Joseph here wants to be Americanized. You don't see him dressed up like some. Immer schön auf Distanz bleiben, damit wir sie ja nicht noch ein drittes Mal erliegen. Das ist ja lächerlich. Not to salute with a straight arm. Hold on your pointed hat. We're taking the scenic route. They're law unto themselves. Hey, you, stop the vehicle! This is a citizen's arrest! Well, of course they wouldn't understand me, now would they, Joseph? Они отказываются ассимилироваться! Keep those... Schöner Stunt. Stun guns at the ready, my friend, they're probably gang members. I heard that some of these... Der Wagen sieht jetzt schon aus wie ausgekotzt. Das Ding überhaupt noch fährt. Go subdue those illegals, Trevor. I want to see how you handle that stun gun. Ey. Dios mio! Sorry about that, pal. Don't apologize to them. They're the ones breaking the law here. Okay, okay. I do what you say. Well, it's your constitutional right. Ja, und jetzt ab in die Kiste. Oh, very nice, Trevor. Respectful but firm. Abgabe nehmen Sie. Get in the vehicle. You've had your fun. It's time to go home. Oh, kann man so hochschießen? Aber wir könnten es mal mit einer Sniper versuchen. Geil, auf die Entfernung hören wir den auf einmal sogar. Das wäre jetzt geil, wenn wir durch Zufall ins Triebwerk schießen und den dadurch vom Himmel holen. Naja, glaube ich, funktioniert nicht so. So, wir haben bestanden und damit verabschiede ich mich auch aus dieser komischen Region hier oben. Und weh, du überfährst mich jetzt, der Drecksack. Und ja, abonniert den Kanal, schreibt Kommentare, bewertet die Videos und wir sagen bis dahin.